Die Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg ist für die BKW das größte Projekt seit dem Bau der Anlage vor rund 50 Jahren. Wir haben die Stilllegung frühzeitig geplant und bereits im Dezember 2015 unser Stilllegungsgesuch bei den zuständigen Behörden eingereicht. Im Juni 2018 haben wir die Stilllegungsverfügung erhalten. Darin bestätigen die Behörden das eingereichte Konzept. Damit sind wir verfahrenstechnisch ebenso auf Kurs wie planerisch und finanziell. Bis Ende 2019 betreiben wir das Kernkraftwerk sicher und zuverlässig weiter. Gleichzeitig treiben wir die Vorbereitung der Stilllegung weiter voran. Am 20. Dezember 2019 stellen wir die Stromproduktion des Kernkraftwerks Mühleberg endgültig ein. Danach beginnen wir unverzüglich mit der Vorbereitung des Rückbaus. Ab 2020 bereiten wir das Reaktorgebäude auf den Rückbau vor und überführen die Brennelemente ins Brennelement-Lagerbecken. Im Maschinenhaus entfernen wir erste Anlagenteile wie Turbinen und Generatoren. Bis 2024 transportieren wir alle Brennelemente ins zentrale Zwischenlager in Würenlingen. Danach haben 98% der Radioaktivität das Kernkraftwerk verlassen. Insgesamt bereiten wir 6000 Tonnen Material als radioaktiven Abfall für die geologische Tiefenlagerung vor. Das sind weniger als 2% des gesamten Kraftwerks. Bis 2030 bauen wir jene Anlagenteile zurück, die zum nuklearen Teil der Anlage gehören. Wir entfernen jegliche radioaktiven Stoffe. Die bis dahin durchgeführten Arbeiten finden hauptsächlich innerhalb der Gebäude statt. Von 2030 bis 2034 werden die nicht mehr benötigten Gebäude abgerissen. Bis zu 200.000 Tonnen Material werden entweder wiederverwertet oder als Bauschutt entsorgt. Ab 2034 kann das Areal industriell oder naturnah genutzt werden. Für die gesamten Kosten der Stilllegung und der Entsorgung der Abfälle kommen wir selber auf. Dafür bilden wir die notwendigen Rückstellungen und zahlen Gelder in die vom Bund kontrollierten Fonds ein. Während der gesamten Stilllegung, wie auch während des Betriebs, steht die Sicherheit der Bevölkerung, der Umwelt und unserer Mitarbeitenden an erster Stelle. Wir arbeiten sicher und zielgerichtet. Heute, morgen und bis zum Schluss des Rückbaus.